Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Psychonauts. In der letzten Folge haben wir da oben, unseren netten Freund. Ah, ich ahne was. Wartet mal. Unseren netten Freund, wie soll ich es am besten ausdrücken? Im Stierkampf besiegt und ihn jetzt freischalten. Dafür hat er es doch geschafft, uns diese hübsche Porträtgeschichte hier zu produzieren, fertigzustellen, künstlerisch. Und damit haben wir nämlich die Möglichkeit, an diesem komischen Typen da vorbeizukommen. Denn unsere Zwangsjacke zusätzlich zu der Trophäe und das Porträt und wir sind der Doktor und schleichen uns dann gleich dran vorbei. Ich probiere aber jetzt noch was. Wartet mal kurz. Nee. Wer zieht denn das Ding da immer nach oben? Das ist doch scheiße. Ich will das Hirn haben. Wie könnte man dieses Hirn da bekommen? Vor allem, wer zieht es immer nach oben? Ach so, guckt mal. Ach so. Ah, Moment. Ah, ich glaube, ich verstehe. Die erschrecken sich und das Ding geht nach oben. Ah! Ja, genau. Nee, da können wir nichts machen. Oder... Nee. Wir können ja nicht von dem Besitz ergreifen. Das bringt ja keine Pluspunkte. Oh. Da fehlt noch eine Krähe, würde ich mal sagen. Kommt mal runter wieder. Hallo. Okay, jetzt haben wir sie verscheucht. Aber vielleicht klappt es. Wartet mal. So. Und... Na? Nee, scheinbar nicht. Okay, das kriegen wir auch noch irgendwie in den Griff. Jetzt werden wir uns mal... um ihn hier kümmern. Ich grüße Sie, Dr. Loboto. Einen Moment mal. Wenn Sie Dr. Loboto sind, was ist dann mit Ihrem Gesicht los? Wo ist Ihre fesselnde Jacke? Haben Sie eine Menschenhand an Ihrem Arm anbringen lassen? Oder? Ihr Patienten werdet auch immer schlauer, aber Crispin Whitehead lässt sich nicht hereinlegen. Ich bin ein Pfleger. Ich bin kein Betrüger. Schönen Tag. Okay, jetzt. Ich grüße Sie, Dr. Loboto. Schön, Sie zu sehen. Einen Moment mal. Wenn Sie Dr. Loboto sind, wo ist Ihre fesselnde... Haben Sie eine Menschenhand? Ihr Patient. Okay, Moment. Moment. Ja, doch. So, das... Ich grüße Sie. Schönen... Ja, schönen Tag noch. So, jetzt aber. Das haben wir und... Das. Und jetzt geht's aber los. Ich grüße Sie, Dr. Loboto. Schön, Sie zu sehen. Sie tragen also Ihre Lieblingsjacke. Ihre Klaue wirkt heute ganz besonders bedrohlich, wenn ich so frei sein darf. Rauf zum geheimen Labor, ja? Bringen Sie sie selbst rauf, Doktor. Weniger Arbeit für mich. Patient Whitehead. Oberaufseher Bonaparte. Du bist... Andra. Da bin ich nun. Oben im Turm eines verlassenen Irrenhauses und trage eine Zwangsjacke und führe Selbstgespräche. Okay, das reicht mit der Verkleidung.
Was ich nicht alles für Lillys Gehirn tue. Tja, wenn ich da hinauf will, dann sollte ich mal anfangen zu klettern. Wo? Ach, das ist ja richtig hoch hier. Einen Weg durch die oberen Ruinen des Irrenhauses finden. Wow. So, wir müssen uns hier ein bisschen aufladen. Genau. Ich werde mal... Wo ist denn das da? So, da haben wir einen Schuss. Die werde ich mir mal hier... Oi, oi, oi. Wow. Wow, wow. So, hier können wir eine Karte besorgen. Oh, ich glaube, die sollten wir sein lassen. Okay, die Mäuse sind nicht gut. Hier sind Löcher, okay. Vorsichtig. Oh, ich bin schon wieder eine Maus. Ach, das Gas ist nicht... Ui. Das ist ja... Also... Was ist das hier? Das war mal eine Lampe oder so, ja? Wir können hier aber auch nicht hoch. Okay. Ja, 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 ja. Und... Ja. Und... Ja. Weiter kaputt machen. Haben wir hier einen Fahrstuhl. Müssen wir nicht nach oben? Hallo? Wo bin ich denn hier? Verkehrt sind wir hier. Okay, das ist hier bloß ein Secret, wie es scheint. Wenn überhaupt. Oder geht's hier doch richtig lang? Ne, hier unten sind wir... Nee, Moment mal. War hier gerade nicht irgendwas? Also das ist jedenfalls... Wow. So. Jetzt haben wir hier ein Hirn. Bobby, jawohl. Ich wusste nicht, dass du ein Hirn hast. Wünschte, du hättest den Witz hören können, Bobby. Okay, noch ein Hirn. So. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung. Ui, ei, ei. So, was haben wir hier? Nix. Aber hier, oh, hier oben geht's ja. Nein. Ui, 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 ui. Wir haben aber was abbekommen. Ach, shit. Nee, komm, bitte.
So, dann holen wir uns die Kärtchen hier. Also ganz schön verwirrend. Ich würde sogar fast behaupten, na. Ich würde sogar fast behaupten, dass die ganzen Wege hier wahrscheinlich auch noch übereinander laufen. Also hier, ne, das, ach, wie soll ich das ausdrücken? Das, da war doch schon wieder so viel. Oh. Okay, rechtzeitig geklärt. Heizung kaputt. Komm, Heilung. Das kaputt. Super. Das Quietschen, das ist doch irgendwie... Ah, schon wieder abgehauen irgendwas. Wah. Wah. So, hier unten geht's nicht weiter. Oh, oh, nein. Ja. Da. Was war das? Kann ich dich aufmachen? So, ah, da oben geht's noch weiter höher. Was ist das? Ein Gehirn. Und das holen wir uns. Ja. Und gehört? Rebecca, du. Vielleicht sollte ich JT ein wenig Zeit allein gönnen, bevor ich dieses Hirn zurückbringe. Okay, oben ist die Tür auf. Ah, nein, 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 nein. Nein! Boah! Nein! Okay, ich glaube, wir lassen mal die Kunststückchen sein. Oh, ist aber hier auch verworren, ja? Wir sind jetzt aber nicht in einem Schädel, beziehungsweise im Gehirn, ne? Wir sind hier in der Wirklichkeit, mehr oder weniger. Oh, habe ich mich erschrocken. Ist gut, ist gut. Was ist das denn hier? Da ist nochmal eine Karte. Nisch drinne. Meine Karte. Boah, ist das verworren. Okay. Hier oben geht's weiter. Komm hoch. Wow. Ja, komm her. B
Boah, Leute. Hier kriegst du eine Meise. Oh. Da war wieder so ein Vieh. Der Heizkörper direkt. Was ist das hier? Oh, das schaffen wir sogar. Wow. Wir sind fast oben. Leute, lasst mich doch in Ruhe, ihr Ratten. Meine Hirne sind ja fast alle. Wo sind denn noch Mäuse hier? Da unten. Wie ist die hier hochgekommen, so auf die Schnelle? Ich probier's mal hier unten. Noch ein Dings hier mitnehmen. Achso, hier kann man, glaube ich, klettern, ne? Ja, okay. Klar. Aber wir haben ganz schön viel Leben verloren hier. Ich glaube... Ah, hier wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder? Aber ich glaube, das ist ja auch eine. Wartet mal. Wow. Jawohl. Oh. Aber ist echt, also geniales, was ist das da hinten? Geniales Leveldesign, muss man schon dazu sagen, ja. Also erstmal auf die Ideen zu kommen, das so umzusetzen. Guck mal, da hinten ist das Camp, hier ist das Wasser. Und das ist hier die Irrenanstalt hier drüben. Und... Nein! Hab das gesehen. Da war schon wieder sowas. Na? Wo kommen denn die Mäuse schon wieder her? Hau ab, Maus. Na, wie kommt... Oh. Nein! Nein! Och, bitte. Och, Mensch. Warte. Ich hoffe, ich komme hier irgendwann mal lebend hoch. Nein! Ach bitte, jetzt kommt gleich wieder. Habt ihr das gesehen? Da war es schon wieder. Was ist denn das? Aber jetzt. Ich mache an der Stelle mal kurzes Päuschen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier weiter den Berg hochsteigen. Oh, da hinten ist ein Hirn. Bis dahin, euer Firefox.